Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute Produkte hier für euch. Ich will ja nicht sagen, ne, aber ich habe eben schon mal so ein bisschen rumgespielt mit. Es ist schon ziemlich nice. Und zwar habe ich ja vor ein paar Tagen, ich glaube sogar, es war das Video am Mittwoch, eine Palette benutzt von Physicians Formula. Das ist diese Butter Glow Face Palette mit meinem allseits beliebten Butter Bronzer. Ich habe Pürsch angeschrieben, denn Pürsch führt Physicians Formula auch und habe sie gefragt, ob sie mich mit diesem Video unterstützen wollen und mir die Produkte zur Verfügung stellen wollen. Ich habe hier, soweit es geht, ein Full-Face Physicians Formula. Das ist wie so ein Zungenbrecher, ne? PF. Otto-Ton kickt in. Produkte hier, die wir testen können, die es in der Drogerie gibt. Bei Pürsch sind sie aber günstiger. Ich habe nämlich auch einen Code von denen bekommen, freundlicherweise. Vielen Dank an dieser Stelle. Kein bezahltes Video, sie haben mir einfach nur die Produkte gegeben. Ich habe hier richtig, richtig coole Sachen. Ich setze euch alle Links unten in die Infobox, denn das eine Produkt, das sieht schon ziemlich vielversprechend aus. Und ihr kennt mich, Freunde, ich bin ja eigentlich eher so Tarte Shape Tape Deckkraft. Hier ist aber ein Produkt, was so wunderschön ist. Und ich glaube, das könnte eins meiner neuen Favoriten jetzt für den Winter, Frühling sein. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Auch in diesem Video gibt es wie immer ein klitzekleines Gewinnspiel für die Treuen von euch, die immer bis zum Ende dran bleiben. Ich finde, das müsste auf jeden Fall belohnt werden und das probiere ich auch so gut das geht. Und falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ihr seid richtig krass. Wir haben in den letzten 3 Tagen 500 neue Abos gemacht, nur dadurch, dass ihr einfach den Abonnieren-Button gedrückt habt. Und das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank dafür. Das bedeutet mir die Welt und wir schaffen definitiv die 100.000. Ich habe ja so eine Projektion, wann ich welche Meilensteine erreiche. Aktuell ist es der 8. Dezember. Manifestet. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen, Freunde. Aber jetzt geht es los. Full Face mit Physician. 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 Mit PF. So. Okay, Freunde, ich komme mal ein Stückchen näher ran, damit ihr das Ganze sehen könnt. Ich habe meine Tagespflege einmal schon aufgetragen, dass das Ganze schön eingezogen ist. Das Produkt kennt ihr schon, das habe ich schon mal benutzt. Das ist der Spotlight Illuminating Primer von PF. Das ist ähnlich wie der von Becker, dieser First Light Priming Filter. Der ist wunderschön. Also der hat eine ganz weiche Konsistenz, ist extrem glowy. Also das ist viel zu viel, damit kann ich ganz Mexiko mit Illuminaten. Das Ganze heute wird eher so ein bisschen sehr frisch. Die Produkte von denen sind eher so ein bisschen darauf ausgelegt, gesund auszusehen und so einen leichten Touch von Make-up zu haben. Es gibt auch Produkte, die haben richtig Bums. Aber ich finde, dass das so eine Marke ist, die eher auf natürlichen Werte Wert legt. Also Skin, Skin, Skin. Ihr seht, das ist ein richtig schöner Primer. Ihr könnt den auch als Liquid Highlighter benutzen. Ich gebe mir sowas aber gerne unter die Base. Erinnert mich auch so vom Finish ein bisschen an den von Charlotte Tilbury, diesen Hollywood Flawless Filter. Der hat halt nur keine Deckkraft. Ne? Also der von Charlotte, der hat eine Deckkraft, der hier nicht. Deswegen gebe ich den auch gerne hier so ein bisschen einfach mal unter die Base. Der hat keinen Duftstoff mit drin. Also er riecht halt einfach nach Produkt. Ich habe damit gar kein Problem. Manche Leute mögen das nicht. Ihr kennt mich, ne? Mein Leben besteht aus Duftstoffen. Habe damit gar kein Problem. Und ihr seht, wie frisch die Haut aussieht. Ne? Also das gibt so einen richtig schönen Glow. Kann man schön gut runtersetzen. Und den kann man auch schön auf dem Körper verteilen, finde ich. Das sieht dann so frisch und sonnengeküsst aus. Ich habe von Pürsch 2 Foundations bekommen. Das ist einmal das Silk Foundation Elixir. Das ist so eine Drop Foundation. Kommt so ein bisschen vom Design her an die Rival Hyaluron Make-up Foundation ran. Und dann einer. Das ist die Super BB Cream. Ich glaube, die ist neu. Und ihr seht schon die Farbe. Ich habe die hier eben auf meinem Hals aufgetragen und wir fangen als erstes mal mit der an, weil ich glaube, dass das hier der Shit sein wird. Das hier ist so ein bisschen gelblicher, vielleicht mischen wir das Ganze auch. Das ist ein Beauty Balm. Normalerweise, ihr kennt mich, Beauty Balms sind nicht so meins, ne? Also ich bin ja eher wirklich Deckkraft. Ich finde, dass meine Haut im Moment aber ganz gut ist und ich da nicht so viel Deckkraft brauche. Und manchmal habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust, mich so schwer zu fühlen. Ich nehme hier einen Stippling Brush und wir arbeiten das Ganze erstmal hier so ein bisschen ein. Wir schauen mal, wie die Deckkraft wirklich im Gesicht am Ende ist. Freunde, Achtung! Ihr schreibt mir jetzt bitte alle in die Kommentare Color Match 1 bis 10. Also, ich sehe nicht an einer einzigen Stelle, ihr kennt mich. Wenn ich Foundation auftrage, dann sehe ich meistens aus wie die Wand, ne? Das ist dann immer sehr
viel weiß. Wir kriegen es am Ende immer hin. Aber es ist natürlich auch immer ein Stückchen Arbeit. Ich verstehe schon den Sinn davon, eine Foundation in einer Farbe zu benutzen, die passt. Ich habe damit so ein paar Probleme. Ich finde, es macht aber auch, es macht dann einfach Spaß, irgendwie jeden Tag sein Gesicht zu retten. Wow, das ist verrückt. Seht ihr, dass ich was im Gesicht habe? Also, ja klar, hier jetzt an der Kante, ne? Also, liebe Jenny von Purish, diese Farbe ist die bestpassendste Farbe, die ich hatte. Ich schreibe euch die Farbe unten hin. Ich habe die Verpackung jetzt gerade unten. Wow. Okay, also es sieht nicht ansatzweise so aus, als hätte ich irgendetwas im Gesicht. Ich zeige euch jetzt nochmal hier die Elixir Foundation. Da werdet ihr sehen, was ich meine, ne? Also farblich ist die eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube aber, dass die so ein bisschen mehr Deckkraft haben wird, ne? Ihr seht, die ist sehr flüssig. Ich gehe damit einfach jetzt nochmal hier so ein bisschen rüber über die höchsten Punkte und benutze die heute einfach als Concealer. Und selbst das funktioniert, ne? Ja, die ist halt sehr gelb. Ich finde, die passt nicht so gut. Und die sieht so wunderschön auf der Haut aus. Einmalig. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Concealer hier. Das ist jetzt der von L'Oreal. Ich setze mir hier nur ganz kleine Punkte hin. Und damit conceale ich jetzt erstmal hier so ein bisschen unter meinen Augen. Wir setten das Ganze. Und da habe ich hier auch aus dieser Super BB-Reihe das Beauty Balm Powder. Die Farbe finde ich ganz spannend. Das sieht eher so ein bisschen leblos aus wieder im Fännchen. Im Gesicht könnte das Ganze aber gar nicht so schlecht sein. Ich nehme jetzt hier meinen Pinsel, gehe hier rein, lade den auf, klopf ab. Und dann setten wir das ganz leicht hier unter den Augen, dass es nicht so creased. Und da, wo es jetzt so ein bisschen ölig aussieht, also das hat nicht so eine eigene Deckkraft, ganz leicht nur. Und hier, wo es jetzt so ein bisschen extrem ölig ist, aber auch das, es sieht schön aus, weil das nur ein ganz leichter Hauch Puder ist. Okay, wow. Also Base ist richtig schön frisch. Was sagt ihr? Schreibt mir jetzt mal gerne ein Feedback in die Kommentare, weil ich glaube, dass das für viele von euch eine gute Sache sein kann, die nicht so extrem dick Cakeface tragen wie ich. Aber noch diese Face-Palette bekommen, die hatte ich euch ja vorgestern schon gezeigt mit meinem liebsten Bronzer. Der ist einmal hier drin und wir müssen vorsichtig sein, weil hier der Highlighter rausfliegt. Ich habe hier noch eine, die ist für euch, die packe ich in eine Verlosung. Ich nehme jetzt denselben Pinsel und gehe in den Butter Bronzer. Der ist extrem pigmentiert und damit gehe ich einfach nur ganz leicht hier so ein bisschen lang, um das hier aufzuwärmen. Und ihr seht sofort Farbe. Der Bronzer sieht nicht pudrig aus, ne? Also selbst wenn ihr hier reingeht am Finger, er ist, ja, es ist nicht nass. Klar nicht, es ist ein Puder, aber es fühlt sich so nass an. Also ich würde jetzt so rausgehen, ne? Ich fühle mich richtig gut. Oh, PF, what's poppin'? Ich mache den Pinsel ein bisschen sauber und wir gehen jetzt gleich in den Murumuru Butter Blush rein. Der ist auch hier in der Palette mit drin. Und der ist so ein bisschen schimmernd, also seid vorsichtig. Und den setze ich mir einfach nur hier rüber. Und ihr seht sofort diesen Glow-Effekt. Deswegen mische ich mir den gleich hier so ein bisschen rein. Er hat Rot. Also ihr seht, wenn ich ein bisschen zur Seite gucke. Aber er hat auch einen Glow mit drin. Also ihr braucht davon wirklich nur ganz, ganz wenig. Ich habe nämlich noch eine Highlighter-Palette bekommen. Und das ist die Highlighter-Palette. Murumuru Butter Highlighter-Palette. Auch hier sind drei Highlighter mit drin. Pearl, Champagne und Rose Gold. Im Prinzip bräuchte ich jetzt eigentlich gar keinen Highlighter mehr. Wir nehmen jetzt aber einfach mal die Farbe Rose Gold. Ganz weich. Ist der nass? Nee. Habt ihr schon mal gebacken? Habt ihr schon mal eure Finger in Butter gemacht, die schon so ein paar Stunden aus dem Kühlschrank draußen war? Die dann so weich ist? Genau so fühlt sich das an. Lassen sich jetzt nicht gut swatchen, aber wir tragen ihn jetzt mal auf. Also ihr werdet jetzt nicht mehr viel sehen, deswegen mach es jetzt hier mal auf die Nase, weil da ist ja schon genug. Das ist ja... Freunde, haben wir eine neue Marke gefunden, die alles andere in den Schatten gestellt hat gerade? Ihr kennt ja meine Reaktion eigentlich. Aber das ist... Also es ist trocken. Und nicht trocken im Sinne von, ich habe trockene Haut, sondern es ist trocken im Sinne von, ich kann nicht anfassen, ohne dass ich alles am Finger habe. Aber es sieht nicht so aus. Ich wollte eigentlich hier so einen Lippenstift noch als Blush benutzen, brauche ich aber nicht mehr. Das ist so ein Butter Lip Balm, Lip Butter, kann man aber auch als Blush benutzen, hat eine schöne Farbe, den tragen wir gleich auf die Lippen auf. Ich möchte jetzt aber was auf die Augen machen, denn Physicians Formula hat auch Lidschattenpaletten und die sind sehr, sehr gut. Ich habe die schon mal getestet, ich habe auch schon mal ein Video gemacht, glaube ich, zu denen. Ist aber schon über ein Jahr her. Und so sieht die einmal aus. Das ist die Butter Eyeshadow Palette Tropical Days. Sehr, sehr neutrale Farben, aber dann so Popfarben. Wir gehen jetzt mal spaßenshalber mit dem Finger in diese Schimmerfarben, weil ich vermute, dass die... Ja, die sind genauso
wie diese Highlighter von der Konsistenz her. Ihr merkt, ich bin richtig on fire. Wir schminken jetzt einen schönen Look. Ich mache einmal ganz kurz meine Augenbrauen drauf. Ich habe eine neue Lieblingsreihe. Wenn das jemand von Physicians Formula sehen sollte. Hi, mein Name ist Maxim Giacomo. Ich liebe eure Produkte. Wir machen auch den Look jetzt sehr subtil, würde ich fast sagen. Weil das passt jetzt nicht, wenn ich zu dieser... Das ist Haut. Heute geht es um Haut und diesen nassen Touch-Effekt. Ich nehme jetzt hier einen fluffigen Pinsel und gehe als erstes in diesen braunen Ton hier rein. Okay, sieht gut aus. Spiegel ist leider nicht mehr drin. Ich habe vor mir einen. Und das setze ich mir jetzt hier... Girl, ich wollte eigentlich was soft schminken heute. Huishi, was ist los mit ihr heute? Habe ich nicht vor 30 Sekunden gesagt, ich möchte was softes schminken? Vor allem, das ist ein Blendepinsel, ne? Also ich gehe hier immer so rein, klopf ab und dann setze ich mir das hier einfach rüber. Ich habe einen richtig schönen Effekt. Okay, ich mache den Pinsel ein bisschen sauber, gehe in dieses Rosa hier rein. Das ist so ein zartes Rosa. Und damit blende ich jetzt dieses Braun hier aus. Dadurch wird die Kante natürlich noch so ein bisschen weicher. Wow. Entschuldigung, dass ich immer dahin gucke, ne? Aber ich sehe, also hier sind ja sehr viele Lampen, ne? Im Alltag wird das wahrscheinlich nicht so extrem sein, wie es jetzt hier ist. Aber das ist unglaublich. Ich will das Ganze jetzt nicht verdunkeln, weil ich finde, der Look sieht so frisch und so schön aus. Ich arbeite jetzt hier einfach nochmal mit der Farbe von eben, blende mir die ein bisschen mehr in die Lidfalte und dann ist das jetzt die dunkelste Farbe. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch wärmer machen mit diesem Rot hier. Ich finde, es würde jetzt aber so ein bisschen von meiner Haut ablenken und we don't want that today. Ich nehme meinen Finger und gehe in diesen... Oh, dann setze mir das einfach hier rüber. Das ist jetzt kein spannender Look, Freunde. I know, I'm sorry. Aber das ist so schön. Ganz schlicht. Ich fühle mich so ein bisschen wie Aphrodite. Das hier ist der schimmernd? Nee, der ist... Krass. Nee, das ist also zum Setten so ein Ton. Ich gehe jetzt nochmal hier in die Highlighter-Palette und nehme mir diesen hellen Ton hier raus und mische den so ein bisschen mit dem Gold und setze mir das an meinen Inner Corner, einfach für so ein kleines Highlight. Es gibt ein cooles Produkt, was ich jetzt aber nicht benutzen möchte, weil ich es nicht kann und ich will jetzt diesen Look nicht versauen. Ich möchte den heute einfach weitertragen. Und zwar ist das ein Eyeliner hier. Das ist der Eye Booster. Ich swatche ihn euch aber einmal kurz. Und zwar ist das ein Lash Serum und ein Eyeliner in einem mit einer ultrapräzisen Spitze. Ich mag ja so Hybridprodukte eigentlich ganz gerne, die so ein bisschen Skincare und Make-up verbinden. Ich halte nicht unbedingt viel davon, wenn Make-up-Marken mit Skincare rauskommen, aber wenn das so ein Hybridprodukt ist, ne, man kann damit eine richtig schöne schwarze Linie machen. Wahrscheinlich hier einfach den Wimpernkranz so ein bisschen verdunkeln. Da, wo die Wimpern rauskommen. Seht ihr das? Ganz subtil. Und wenn dadurch meine Wimpern noch ein Stückchen länger werden, oh, sign me in. Also sowas finde ich ganz cool. Kann man mal mit in den Warenkorb packen, finde ich. Ne? Kann ich euch jetzt kein Update zu geben, wie meine Wimpern jetzt nach... das ist wie so eine Pumpe hier. Die Mascara hatte ich euch neulich schon gezeigt. Die benutzen wir wieder. Ich liebe die. Ich habe die jetzt in den letzten Tagen, das Video war ja vorgedreht, regelmäßig benutzt. Die macht richtig schöne, natürliche, aber trotzdem so voluminöse Wimpern. Betont eure eigenen Wimpern, finde ich ganz schön. Also ohne, dass es so künstlich aussieht, sondern es sieht cute aus. Also der Look ist jetzt natürlich der langweiligste, den ich hätte machen können. Aber ihr kennt mich, wenn ich diesen Fokus auf der Haut habe, ne, dann möchte ich das nicht kaputt machen mit irgendeinem Look, der hier blau und lila ist. Die Farben sind top. Ich kenne die Palette, ich habe sie euch auch schon mal gezeigt. Jetzt einfach nochmal mit dem Setting Spray rüber. Ich gehe nochmal mit dem Butter Lip Balm rüber. Das ist die Farbe Guava Mama. Ist eine Hammerfarbe. Ultra weich, der schmilzt richtig. Seht ihr das? Das ist wie so ein... schmeckt gut. Ich nehme mal ein bisschen runter. Ich finde so ein Touch-Farbe haben. Den kann ich mir sehr gut als Blush vorstellen auf dieser Wet Skin. Ne? Auch so Glass Skin, das ist ja auch so ein bisschen immer noch Trend tatsächlich. Das gibt dem Ganzen so einen frischen Kick. Also das ist so eine Mischung aus Gloss und Lippenstift. Ich lieb's. Freunde, ich glaube auch auf dieser Entfernung seht ihr, wie schön die Base aussieht. Das ist pures Glow, das ist pures Gesund. Selleriesaft ist in meinem System. I stand. Was sagt ihr zu den Produkten? Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Es gibt einen Code, also es lohnt sich. Super, super schön. Vielen Dank an Purish, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, dass ich dieses Video drehen konnte. Ich bin verliebt. Neue Favorite Skin Kombi 2021 bis jetzt. Vielen Dank und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.